während meines Urlaubs, Wolfgang Back, am 22. Juni, habe ich daran gedacht, dass Konrad Zuse an diesem Tag 100 Jahre alt geworden ist. Da habe ich auch dran gedacht. Da habe ich auch lange einen Artikel geschrieben. Ich habe auch eine ganze Menge gelesen. Viele Sachen, die sind einfach nur ziemlich platt gewesen. Es waren auch böse Sachen dabei, die ich eigentlich gar nicht ansprechen und wiederholen möchte. Das eigentliche Genie, Konrad Zuse, ist nie richtig herausgekommen. Die Leute, die diese Artikel geschrieben haben, ich meine nicht deinen, weiß ich nicht, die haben sich eigentlich selbst beweihräuchert, wie klug sie eigentlich sind. Aber ich meinst denke, du jetzt den Spiegelartikel, oder? Zum Beispiel, ja. Also schlimm, dass es so etwas gibt. Ich denke, wir haben beide Konrad Zuse persönlich kennengelernt und konnten mit ihm sprechen. Ich denke, wir sollten einfach mal das, was er damals vor diesen vielen, vielen Jahren, vor fast 70 Jahren schon gedacht und erdacht hat, das sollten wir mal entsprechend würdigen. Ja. Wir müssen aber eins sagen, hier steht ein Computer, der Bildschirm ist schwarz. Sie wissen aber, dass wir skypen können. Das haben wir in dieser Sendung schon gezeigt mit dem Christian Maas. Wir haben es hier probiert, hatten am Anfang ein Bild von dem Sohn von Professor Zuse, mit Professor Horst Konrad Zuse, der in Berlin sitzt. Und die Kamera, die man dafür braucht für Skype, die ist ihm irgendwie abgebrannt oder irgendetwas. Vielleicht sagt er uns das mal selbst. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ja, was mit Ihrer Kamera passiert? Ja, weiß ich nicht. Also gestern ging sie noch, gestern haben wir uns letztens unterhalten, aber heute plötzlich geht sie nicht mehr. Ja. Aber es ist ja schön, dass wir vielleicht jetzt ein Thema so gewählt haben, wenn wir über das Plankalkül ein bisschen reden wollen, wo man eigentlich gar keine Kamera dazu braucht. Denn man kann das sowieso kaum bildlich darstellen, sondern das ist schon verbal zu machen. Mhm. Das Plankalkül hat Ihr Vater entwickelt, als Sie ein Baby waren. Ja, davor eigentlich schon. Also man muss ein bisschen ausholen, damit die Leute, die das jetzt hören, überhaupt wissen, wovon wir reden. Ja. Also Plankalkül ist, also machen wir es mal so. Also die Maschine Z3 wurde 1941 vorgestellt, das ist also so sozusagen, man kann wirklich sagen, der Urcomputer, das kann man sagen. Also auch als kritischer Sohn habe ich mir das alles angeschaut. Das zweite ist, dieser Plankalkül, das ist eine Sache, die er von 1942 an sich überlegt hat, dass Ingenieure ein Instrument brauchen, damit sie mit solchen Maschinen arbeiten können. Und da hat er ein 300-seitiges Werk geschrieben und ja, da hat er denn das eigentlich gemacht, was heute ja ganz modern ist. Er hat die Modellierung von Prozessen gemacht. Also ich sag's mal ganz salopp. Also er hat schon reingeschrieben, dass man Klimaforschung machen kann, dass man ja letztlich auch den AIDS-Virus, den es damals noch nicht gab, aber das war schon die Idee, darstellen kann. Und das hat er gemacht. Und das Faszinierende ist eigentlich, was heute auch viele Wissenschaftler sagen, er hat da Elemente reingebracht in diese Programmiersprache, die heute hochmodern sind. Und das Letzte, was er gemacht hat, auf 60 Seiten Schachprogramme. Mhm. Ja. Schachprogramme. Er wollte also Schach spielen mit seinen Maschinen. Das Plankalkül, das ist ja erst in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts so richtig zum Laufen gebracht worden. Vorher hatten wir gar keine Maschinen, die überhaupt in der Lage dazu waren. Und man kann es aber jetzt sogar im Internet interaktiv benutzen. Man kann es auch herunterladen. Eingeschränkt, ja. Und auch das Schachprogramm Ihres Vaters ist dort verfügbar. Ja. Das heißt also, wer ein bisschen sucht nach Konrad Zuse und Plankalkül, der wird das da auf jeden Fall finden. Es er war wirklich, so wie er mir erzählt hat, das Schachspielen eigentlich nur gelernt, um mit seinen Computern spielen zu können. Also es war seine Vision. Ne? Mhm. Er war kein guter Schachspieler, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, ich kannte eine Person, den Theodor Fromme, und das war in Riga 1955 und der kam immer so jede Woche. Und der hat sich nebenan ins,
ins Wohnzimmer gelegt und mein Vater war im anderen Zimmer und der hat sehr darum, hat ihn immer geschlagen, bin 10 Minuten blind. Blind. Ich kann mich entsinnen an eine Stelle, da hat er ziemlich Kritik einstecken müssen. Er hat also behauptet, ich glaube, das war 1941 war das, dass irgendwann in 50 Jahren heißt der Schachweltmeister Computer. Er hat sich nur um 4 Jahre geirrt. Ja. Er hat sich nur um 4 Jahre geirrt. Mhm. Und dann hat man ihn auch angegriffen, sagte dann Herr Zuse, was erzählen Sie uns denn da? Ein Schachspiel, das hat Milliarden Möglichkeiten. Ja. Wie wollen Sie das in den Griff kriegen? Ja. Und ich glaube, er hat da ganz schnell geantwortet, dann lassen Sie doch den Computer erstmal so spielen, wie ich spiele. Ja. Und er war kann, kein guter Spieler. Ja, und er wird ja immer besser werden über die Zeit. Genau so war es. Lassen Sie uns einfach mal einen Blick auf die Z3 werfen. Die haben Sie ja nachgebaut. Ja. Eigentlich der erste Computer überhaupt, den es weltweit gab. Ausgezeichnet hat diese Z3, sie war einmal taktgesteuert, aber man muss wissen, da war ein Motor, der hat diesen Takt erzeugt. Ja. Und die Taktfrequenz war, wenn ich das richtig weiß, 5,3 Schritte pro Sekunde. Ja, also 5,3 Hertz Taktfrequenz. Ja. Aber diese Maschine war die erste, die binär gerechnet hat. Die Vergleichbaren weltweit, die haben alle dezimal gerechnet. Richtig. Mhm. Und dazu kam, dass diese Maschine auch schon eine Fließkomma-Einheit hatte. Ja. Die konnte also Fließkomma-Rechnen machen. Und konnte die Grundrechenarten, konnte Quadratwurzel ziehen. Wenn ich mir überlege, dass sie für eine Quadratwurzel unter 4 Sekunden gebraucht hat, das hat mein alter Apple II auch gemacht. Ja, aber ein bisschen später, ne? Wesentlich später. Das war einfach genial. Ja, die Fließkommarechnung, Gleitkommarechnung oder die Schüler, die wissen das. Das heißt Potenzrechnung. Das ist einfach die Potenzrechnung, die Schüler in der 11. Klasse so ungefähr lernen. Und das hat er eingebaut. Und er hat gesehen, dass diese Rechnung ja schlicht und einfach mit großen und kleinen Zahlen arbeiten können. Das war seine Idee. Und das Verrückte ist, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, wir haben es heute in jedem PC, wir haben es in jedem Großcomputer. Genau diese Rechenarten. Wir haben sie in jedem. Und das ist einfach so. Er hat also irgendwo den richtigen Riecher gehabt. Das brauchen wir. Wir haben es in jedem Großrechenzentrum, wir haben es in jedem PC, wir haben es in jedem Computer. Ja, und damals war man ja schon in der Lage, mit der Z3 tatsächlich wissenschaftliche Rechnungen durchzuführen. Ja. Denn die hatte Bit, das Wort war 22 Bit breit, davon war ein Bit die das Vorzeichen, 7 Bit der Exponent und 14 Bit die Mantisse. Also damit kann man eine ganze Menge erreichen. Das haben dann die ersten PCs, die waren noch weit davon entfernt, das, was 41 schon ihr Vater da gebracht hatte. Ja. Das war noch ein Prototyp. Nachher bei der Z4 hat das ja auf 32 Bit erweitert, nicht? Weil er wusste, ich brauche noch eine höhere Genauigkeit. Ne? Mhm. Und die Z3 hat, wenn ich mich recht entsinne, nur 2 Register, Rechenregister gehabt, ja? 3. Also 2 für die Eingabe, wenn Sie die Addition machen. Ja. Also brauchen Sie immer, wenn Sie Zahlen addieren, brauchen Sie immer eine 1, also ein Register und eine 2. Und das 3. war einfach ein Hilfsregister. Und das habe ich hier auch so gebaut. Genauso. Mhm. Jetzt haben Sie die nachgebaut und die steht in Hünfeld. Ja, die steht im Augenblick in Hünfeld. Aber das Verrückte ist, ich habe sie gebaut hier oben in meinem Arbeitszimmer. Ja, das sind schöne Bilder, die wir da sehen. Wie bei mir zu Hause so ungefähr. Berlin, 5. Stock ohne Fahrstuhl. Ja. Ein guter Freund hat mir eine Tischlerei besorgt, die das alles toll gemacht hat. Habe ich Ihnen eigentlich schon mal erzählt, dass ich die Z4 wiederbelebt habe? Was? Die Z4. Nee. Also, ich wollte einen Film machen über Werner von Siemens. Bin durch das Siemens-Museum geführt worden, unten im Keller. Aha. Und da lag da so ein Schrotthaufen rum und oben drauf war ein Z. Und dieses Z, weil ich gerade den Film machte über Ihren Vater, kam mir bekannt vor. Und ich sagte, was ist denn das da? Und da sagte man mir, ja, das kam aus Finnland zurück, das war auf irgendeiner Ausstellung, das war der erste Computer. Und das war so ein Schrotthaufen und die ganzen Kabelstränge alle durchgeschnitten mit dem Seitenschneider. Ja, stimmt. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich gerne filmen. Ja. Für den Film von Ihrem Vater. Und dann hieß es immer,
Ach ja, jetzt nicht, der Museumsdirektor ist nicht da, vielleicht in 14 Tagen, da. Und so nach 8 Wochen, als der Termin noch richtig eng wurde, hat man mir gesagt, ja, Sie können das in Bad Hersfeld sehen. Mhm. Da hatte man das Ding so notdürftig zusammengeschustert. Ja. Ich bin dann mit Ihrem Vater dahin gefahren. Mhm. Er hat sich das angeschaut, Kopf geschüttelt und hat gesagt, das kriegt nie mehr jemand zusammen. So ist es. Ja. Und jetzt steht es wohl im Deutschen Museum, glaube ich. Ne? So ist es. Ja, also. Das war sehr schön, dass wir mal mit Ihnen reden konnten. Wir sind ganz begeistert, noch immer noch von der Arbeit von Ihrem Vater. Wenn wir heute so ein Genie hätten, sehen unsere Computer anders aus. Schönen Dank nach Berlin.